Hallo und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal wurden hier ja ganz am Ende noch ein paar Sachen zerstört. Ich habe jetzt hier den ganzen Belt hier runtergezogen. Das macht jetzt hier eine Schleife und geht dann hier wieder hoch. Also die Ostfront ist eigentlich gedeckt, hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe, das hält. Hier sind noch ein paar Sniper-Turrets mit dabei im Spiel, also dazwischen hin und wieder. Und ja. Das dürfte jetzt eigentlich halten. Wir haben auch ordentlich was an Munition mittlerweile. Also das sieht alles ganz gut aus. Hier ist auch noch ein kleines Stück, das ich leider bewachen muss, weil ja, da können sie durchkommen ansonsten. Da waren auch ein paar hier. Das haben sie schon versucht. Deswegen sind da auch zwischendurch mal wieder ein paar durchgekommen. Leider. Ja, ansonsten geht es halt wieder hier wieder hoch, bis es dann im Endeffekt hier mit dem Resten wieder zusammenkommt. Und da ist es aktuell relativ ruhig, was stört mich natürlich jetzt nicht. Ich will aber jetzt auch noch mal ganz kurz im Norden nachgucken. Wir machen jetzt eine kurze Besichtigungstour von unserer Front quasi. Wie es denn hier aussieht. Die haben eigentlich mehr oder weniger genügend Munition. Also es ist aktuell hier nicht so viel, aber das kommt jetzt auch wieder. Das ist demnach nicht super schlimm. Also den habe ich, glaube ich, irgendwann mal von Hand befüllt, weil ansonsten hätte er nicht so viel drin, glaube ich. Also die befüllen ja irgendwie nur bis 10 jeweils. Naja, und der macht das jetzt halt alles quasi alleine, verbraucht immer mal wieder ein bisschen Munition. Und da muss ich mir irgendwie noch was überlegen, wie wir denn hier das Ganze dann schlussendlich auch farmen können. Aber das ist nicht ein Projekt, das wir jetzt irgendwie uns den Kopf rüber zerbrechen, sondern das machen wir dann in einer zukünftigen Episode. Jetzt wollen wir erstmal die Circuits fertigstellen. Dafür fahren wir hier mit unserem Buggy wieder zurück in die Zivilisation. Bro. So, dann wollen wir natürlich hier die Transistoren auf den Bus bringen. Ich glaube, dafür haben wir das hier angedacht. Ich denke, wir werden hier dann direkt die Circuits herstellen. Die Circuits können wir das in den kleinen Assemblies machen. Nö. Wobei ja in den roten dann. Also im Endeffekt ja, können wir. Ne, Moment. Halt, erst brauchen wir natürlich noch die Circuit Boards. Okay, dann bringen wir das tatsächlich zuerst auf den Bus, weil, ja, dann war ich jetzt ein bisschen voreilig. Moment. Genau, Holz kommt hier auch noch. Das dürfen wir nicht vergessen, dass hier dann noch das Holz entlang kommt. Kohle, Silikon. Das heißt, wir müssen das so machen, ansonsten geht es nicht. Und dann haben wir das Transistoren auf dem Bus. Sehr schön. Stopp, hier stimmt was nicht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da ist noch eine Lane dazwischen. So, dann wollen wir doch mal die Phenolic Boards machen. Dafür brauchen wir Holz und Resin. Das heißt, wir bringen auch erstmal das Holz hier nach vorne, weil, ja. Staut sich jetzt glücklicherweise auch wieder. Da haben wir wieder ein bisschen was vorrätig. Weil ansonsten wird hier gar nichts mit unseren Phenolic Boards. So, Resin Wood war, ist glaube ich normal, einfach nur Holz hier. Genau, da kriegen wir zwei raus. Resin. Das ist eigentlich das Identische. Das braucht eine Sekunde. Ich glaube, das Holz ging 0,5 für 2. Das heißt, viermal mehr Holz als Resin machen wir. Und wir brauchen eins jeweils alle 0,5 Sekunden für 2 Phenolic Boards. Also nicht wirklich viel. Phenolic Boards können wir sogar in den kleinen Assemblies machen. Okay. So, dann würde ich sagen, kommt hier Holz rein.
Underground Belts. Und zwar. Naja, ja, wir lassen es so, das passt schon. So, dann machen wir hier Bretter. Dann machen wir hier Resin, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es 2, es ist vollkommen Overkill. Aber ich möchte einfach wegen der Relation einigermaßen haben, dass es einigermaßen stimmt. So. Dann. Phenolic Boards, hier haben wir sie. Ich muss sie immer wieder suchen, das ist unglaublich. Wo machen wir das? Wie machen wir das? Ich denke, wir bringen das hier raus. Innen oder außen. Das Zeug. Stopp. Ihr macht innen. So, Resin nehmen wir wieder mit. Dann kommen jetzt hier die kleinen. 1, 2, 3. Wobei auch von denen brauchen wir wahrscheinlich jetzt eher nicht so viel. Aber wir machen das lieber, damit wir es zukünftig auch ein bisschen noch erweitern könnten. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, dann brauchen wir hier die Circuit Boards. Dafür brauchen wir noch Kupfer, Zinn und Eisenchloride Lösung. Kupferzinn kommt von oben. Eisenchloride Lösung, müssen wir mal gucken, wo wir die haben. Die ist auch irgendwo auf dem Belt. So viel weiß ich noch. Hier hinten. Müssen wir das ein bisschen weiter nach vorne bringen. Schön. Hier erstmal den Weg ein bisschen erweitern. Das heißt ein bisschen viel. Weil es muss hier natürlich weitergehen. So, wo machen wir das denn hin? Wir haben hier nicht mehr wirklich viel Platz. Oder? Wobei. Wir könnten die hier hinpacken. Dann kommt. Wir müssen mal kurz gucken, wie das denn aussieht. So, dann kommt hier eisenhaltige Lösung rein. Und hier Kupfer und Zinn. Dann kommen hier. Ne, Moment, wir machen es anders. Kupfer und Zinn kommt hier. Hier kommen die Phenolic Boards hin. Wie sieht es mit der Relation aus? Oh, die brauchen 5 Sekunden. Ah! Oh. Knirsch. Die brauchen 0,5. Ne, von denen brauchen wir mehr. Hat sich erledigt. Kommt nicht hier hin. Habe ich mich jetzt gerade dazu entschlossen. Das heißt, wir machen hier die Phenolic Boards. Ist auch nicht wirklich günstig. Machen wir hier einfach nochmal 2 oder 3 davon. Ja, 3 ist ein bisschen viel. Wir machen 2 davon hin. Einfach damit es, falls es notwendig sein sollte, dass wir die haben. So. Dann machen wir ihn hier nie. Und dann passt das, mehr oder weniger. Beziehungsweise, Moment, wir könnten eigentlich. Wir machen das so. Wir machen jeweils einen Nier und einen Fern bei allen.
Passt, also wir müssen jetzt nicht unbedingt mit hier mit Insertern geizen. So. Da müssen wir mal gucken, wie hier die Relation ist. Ist eigentlich alles eins. Spielt's nicht so eine Rolle. Na gut. Oh. Hier kommen die. Dann werden wir hier noch ein bisschen das Pflaster ausbauen. So, das war's auch schon. Schade. Nee, eins weiter, oder? Jupp, eins weiter. Dann machen wir hier eine volle Breitseite von denen hin. Das können wir nachher dann auch, wenn wir die neuen Assemblies haben, können wir das dann ändern. Denke ich, das werde ich dann irgendwann mal abändern. So, hier kommt. Müssen wir mal gucken, geht das? Ne, das passt schon so, das ist richtig. Das heißt, hier kommen Phenolic Boards. Nee. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Es passt nicht super. Aber es wird schon ausreichen. Das heißt, wir müssen die dann halt einfach auf. Wie viel braucht ihr? Eins. Das heißt, es reicht einer davon. Packen wir die jeweils in die Mitte. Du nimmst bitte von hier. Also seht ihr schon, auch langsam werden die Produktionsdauer auch stark erhöht. Also es ist nicht nur die Materialien, die außer Kontrolle geraten, sondern auch wirklich die Produktionsdauer. So, dann werden wir das hier auch direkt fertig machen. Bisschen Strom noch. Perfekt. Das sollte auf jeden Fall ausreichen so. Wie gesagt, die brauchen jetzt halt ein bisschen länger, aber es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch. Das stimmt hier von der Relation natürlich überhaupt nicht, hinten und vorne nicht. Das ist mir bewusst. Aber sei es drum. So, dann kommt hier Kupfer und Zinn rein. Wo ist das Kupfer? Hier oben ist das Kupfer. Vielleicht ein bisschen ungünstig, dass das Kupfer. Dass das Kupfer nicht hier unten ist. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und das den Plastik da oben, aber naja, es ist jetzt halt so, wie es ist. Kann man nichts ändern. So, hier das Rohr. Machen wir das so. Das wäre angeschlossen. Hervorragend. Stopp. So kommt es hin. Ach nee. Halt. Ist auch ein bisschen ungünstig, weil wir müssen das Zinn ja noch. Wir müssen das Zinn ja auch da noch hinbringen. So, das heißt, das hier geht hier unterirdisch. Oh. Dann machen wir das überall hier. Plastik. Was ist das vierte? Der vierte ist hier unten. Wissen wir nicht, was da noch kommt. Machen wir einfach mal einen Platzhalter hin. Halt, stopp. Das ist hier auch falsch. Überlegen und dann machen.
Das ist eine gute Devise, grundsätzlich. So, jetzt stimmt's wieder. Jetzt ist das Blei nämlich hier. Kommt hier Zinn, rechte Seite, Kupfer, linke Seite. Wie machen wir das denn jetzt? Führen wir das noch ein bisschen weiter. Irgendwie bis hier. Und dann kommt der Splitter hier hin. Und dann müssen wir jetzt hier eigentlich die richtige Seite haben. Oh, das stimmt hier auch nicht. Sehr schön. Die brauchen ja das... Ich denke, wir machen jeweils einen. Das dürfte eigentlich ausreichen, weil die brauchen relativ lange. Von dem her passt das schon. So, dann machen wir die hier, bringen wir die hier wieder raus. Natürlich fehlt da noch ein Fließband. Wir machen es jetzt einfach nach unten, weil es spielt nicht wirklich eine Rolle. Auch hier, jeder zweite macht Nier-Inserten. So, da wird auch fleißig produziert. Das hier bringen wir auch ein bisschen nach vorne, weil ansonsten verlieren wir das irgendwie aus den Augen. Nachher wundere ich mich wieder, warum das alles so verkorkst ist. Falsch. Hier. So ist es richtig. Dann machen wir hier dasselbe. Ja, was war hier nochmal? Genau, da kommen dann die neuen hin. Ich vergesse es immer wieder. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier die Transistoren, die sind hier unten. Wir haben die neuen Boards. Und wir haben den Resten, das heißt, wir können das jetzt ordentlich aufsetzen. So, das heißt, wir haben Circuits und, also die Boards und die Transistoren davon, nee, die Boards und den Solder, davon brauchen wir relativ wenig. Und von den Basic Electronic Components und Transistoren brauchen wir relativ viel. Wo machen wir das denn? Wir machen es erstmal hier so. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das werde ich dann alles ersetzen mit roten kleinen Assembly-Dingern. Electronic Assembly-Dingern. Brauchen wir die für noch irgendwas anderes? Ich weiß es gar nicht. Weil wenn ja, dann wäre es vielleicht nicht ganz so günstig, wenn wir hier die Nier-Inserter haben. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ne. Wir lassen das erstmal. So, Freunde, schnappt euch die Platine hier. Das brauchen wir nicht im Inventar, nimm du das. Die brauchen jetzt halt relativ lange, das macht aber nichts. So, dann kommen hier die Transistoren rein. Oh, wir brauchen blaue Inserter. Nein! Zum Glück direkt nebenan, das ist ein Vorteil. So. Ordentlich. Ups.
Im Autosave. Und die Bells gehen auch wieder aus. So, ja, die kommen, Transistoren kommen auf beide Seiten rein. Würde ich sagen, was brauchen wir noch? Soldern Basic Electronic Components. Dann machen wir die hier. Wie lange braucht ihr? 5 Sekunden, das heißt 1 zu 1, das passt. Belts. Auch hier haben wir eigentlich genügend. Was auch gut so ist. Das wird hier ordentlich gearbeitet, sehr, sehr fleißig, die ganze Geschichte. Perfekt, so gefällt mir das. Kommt das Ding hier hin. Das war eins zu viel. Sehr schön, und hier werden wir jeweils machen so zwei reinpacken. Die inserten. Und einer, der dann das Ganze rauslegt auf ein neues Band. Hier habe ich es komischerweise, habe ich das vergessen. Aus irgendwelchen Gründen. So, die kommen jetzt hier schön auf das neue Band. Oh. Yes. Und wir haben damit ja, die neuen Circuits auf dem Belt, die sollten wir vielleicht irgendwo auch noch in eine Kiste packen. Zum Beispiel hier. Machen wir zwei, ja, einer reicht eigentlich. Was natürlich noch fehlt, ist das Near Inserten. Oh, wieder verklickt. Das gibt's doch nicht. Ja, das wird jetzt natürlich eine Weile dauern, bis das Ganze hier voll ist, weil der das alles wegnimmt. Aber ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich die roten Assemblies machen können. Die haben wir aber irgendwie noch nicht erforscht, aus irgendwelchen Gründen. Oh, und natürlich muss ich auch noch richtig tippen. So, dann würde ich sagen, machen wir das einfach direkt. Weil dann können wir die bauen. Das wird gut. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. Gehen wir hier, machen wir das hier mal ein bisschen neu. Wir brauchen auch dann die dritte Stufe hier von diesen Assembly Machines. Das wird dann alles ein bisschen weiter nach vorne rücken. Ich muss auch die ganzen Wege weiterziehen. Das werde ich jetzt off-cam machen. Und ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt doch einiges erreicht hier in dieser Episode. Deswegen, ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.